Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg. Zack, so wir sind in der Nähe von Oberböser. Hier startet unsere neue Regiolinie runter nach Nidwerder. Jetzt gibt es aber noch eine neue Mod und zwar für einen Strand. Ja, richtig gehört. Das passt doch hervorragend. Dann können wir nämlich endlich mal wieder hier runter zu unserem Beach Resort. Jetzt muss ich hier bei mir mal ganz kurz noch ein bisschen lauter stellen. So, dann höre ich nämlich auch was. Ja, jetzt sind wir mal wieder hier. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Das war so der Beginn dieser Staffel im Prinzip. Neue Strandsachen. Ich würde sagen, wir packen die sozusagen mal aus. Wenn wir hier suchen nach Strand, müssten wir das auch finden. Jawohl, da haben wir sie doch schon. Wir haben Jetskis, wir haben Türme, wir haben Plattformen, Sauna und, und. Ja, fangen wir doch mal bei den Jetskis an. Wo machen wir das? Ich würde sagen, überall ein bisschen. Hier in dieser Bucht passt das doch schon mal hervorragend. Das ist halt der Jetski-Verleih. Wo stehen die? Die stehen so ein bisschen im Wasser drin. Oder haben die einen Steg? Haben wir einen Steg? Wellenbrecher. Volleyballnetz. Wir haben irgendwie bei den anderen Sachen noch einen Steg. Aber die stehen auch so am Strand. Moment, da müssen wir die Farbe noch ändern, damit wir nicht immer die gleichen haben. So, ich liebe so Sachen. Ja, jetzt wird unser Strand hier, der wird sich freuen, der da liegt. Weil die Dinger sind dermaßen laut. Also, ich bin da auch schon mitgefahren, mal in Miami, einmal in Zypern. Und einmal in Key West tatsächlich auch noch, Florida. Ja, die sind dermaßen laut. Ich habe dann immer gedacht, das wäre schön, wenn wir die hier am Bodensee auch hätten. Also nicht wegen der Lautstärke, wegen dem Fahren. Aber eben, das ist dermaßen laut, da bist du froh, wenn du die nicht hast. Da haben wir Türme. Wir haben eigentlich Beach Life. Beach Life sage ich schon, das ist das Spiel. Ja, Beach-Türme. Aber können wir natürlich trotzdem auch noch dazu nehmen. Wie rum müsste der stehen? Ich würde mal sagen, so rum. Einmal so. Dann haben wir hier noch so ein Teil. Und dann haben wir doch glatt hier unten noch so ein Teil, damit man hier noch raus sieht. Sehr gut. Dann haben wir Plattformen. Aha, was ist das Schönes? Das ist ein Brunnen im Prinzip, oder nicht? Nur ja, eine Plattform halt. Wo machen wir denn den Brunnen hin? Ich würde sagen, so einen Brunnen könnte man hier gebrauchen. Da kann man schön chillen. Machen wir doch gleich mal zwei hier hin. Oder Plattformen halt. Eine Sauna. Einmal drehen. Aha, das ist dann so. Würde ich auch eher irgendwie hier haben gerne. Hier ist die Sauna. Wisst ihr was, da machen wir gleich auch eine Doppelsauna. Da kennen wir gar nichts. Und ja, ja, ich weiß, wir haben ja noch die andere Regio. Die werden wir natürlich gleich befahren, beziehungsweise mitfahren mit dem Zug. Erstmal den Zug kaufen. Jetzt wollte ich aber das zuerst machen. Massagewagen. Die haben wir hier. Da hinten noch einer. Dann ist diese Wiese nämlich auch ein bisschen genutzt. Dann haben wir eine Hüpfburg. Einmal fröhlich Hüpfburg für die Kleinen. Die haben wir hier beim Pool. Hier hinten. Einmal drehen. Dann haben wir hier noch eine Hüpfburg. Und hier haben wir noch eine. Dann haben wir ein Bananenboot. Das wäre wieder eher was fürs Wasser. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Wenn wir das auch hier ein bisschen bei den Jetskis machen. So, 3, 4 Bananenboote. Sehr gut. Dann haben wir Wasserball. Aha, das haben wir einen Ball. Ja, der schwimmt hier in der Gegend rum. Einmal Wasserball. Dann haben wir ein Volleyballnetz. Da fehlt der Platz dann aber dazu irgendwie. Ja gut, Volleyballnetz. Da kann man hier ein bisschen Ball über die Schnur spielen. Das geht ja auch. Also hier ist Ball über die Schnur. Viel Spaß. Ein Rettungsring kann nie schaden. Wenn die Leute sozusagen flöten gehen, die machen wir mal hier hin. Also wenn die Leute flöten gehen, ist natürlich ein bisschen despektierlich, aber ja, schadet sicher nicht. So, dann hier vielleicht noch beim Jetski, weil Jetski, ja naja, gefährlich ist es nicht, behaupte ich. Ist ja Wasser. Also wenn man sich hinlegt, fällt man weich. In der Regel, wenn man nicht gerade mit 1000 km/h herkommt, und das kommt man nicht. Sonnenschirme. Ja, er hier. Der möchte doch einen Sonnenschirm. Der hier auch, der liegt hier gut. Der hat auch noch einen Sonnenschirm. Und hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch Leute. Ja, machen wir hier noch ein, zwei hin. Da kann man ein bisschen den Schatten genießen. Sehr gut, dann haben wir Surfbretter. Ein Surfbrettverleih, auch hier bei den Bananenbooten, würde ich sagen. Machen wir mal hier, zack, so. In zwei Reihen. Da kann man sich die im Prinzip ausleihen, beziehungsweise die kosten ja nichts. Was ist denn das hier? Ach, das ist der Rettungsring. Okay, eine Liege. Ja, deswegen liegen die da auch im Sand. Das ist halt, das muss man halt bezahlen, wenn man eine Liege will. Jetzt haben wir gerade einen Autosave. Was haben wir denn noch? Wellenbrecher, Festschirm und Strandkorb. Kriegen wir auch noch verbraten. So, machen wir Autosave hier. Dankeschön.
gleich haben wir's. Dauert halt ein Momentchen, ist ein großer Spielstand. Also, die liegen auch eher ein bisschen zufällig. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht random gesagt, weil man kann es auch mal wieder deutsch sagen tatsächlich. So anstrengend ist jetzt irgendwie das Wort zufällig auch nicht, finde ich. So, einmal so, einmal so. Dann haben wir den Wellenbrecher. Das wäre dann schon etwas für Land und Wasser, denke ich. Oder wäre das so? Wie bricht man denn Wellen? Ich bin nicht vom Fach. Ja, wahrscheinlich schon am ehesten so. Machen wir hier mal ein paar Wellenbrecher hin. Ist natürlich jetzt für die Optik unbedingt nicht, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht sehr schön. Macht aber wohl Sinn. Was ist das hier? Ein Festschirm. Aha, okay. Wenn man mal ein Fest hat, ja, machen wir hier oben mal ein paar hin. So, hier ist Fest. Höre ich da einen Zug? Irgendwo höre ich einen Zug. Jawohl, da oben ist die Unilinie unterwegs. Sehr schön, mit Blick hier aufs Beach Resort runter. M, jetzt habe ich die Mod weg. Moment, da ist sie wieder. Strandkörper haben wir noch als letztes. Ja, vielleicht eher ein bisschen Nordsee. Wobei, gibt es so Strandkörper tatsächlich irgendwie im Süden auch? Wüsste ich jetzt gar nicht. Hat man, glaube ich, schon nicht so. Das ist schon eher so ein bisschen eine Nordsee, Ostsee-Erfindung wahrscheinlich. Aber okay, machen wir auch noch hin. So, dann haben wir hier ordentlich was gemacht. Wellenbrecher, Jetski, Bananenboote. Sehr cool. Gefällt mir. Danke für diese Mod. Das sieht doch halt gleich irgendwie... Mein Gott, ist der weiß hier. Der kriegt einen Sonnenbrand, der Kollege. Das sieht halt gleich nach Urlaub aus. Das gefällt mir natürlich schon. Da oben ist schon wieder ein Zug unterwegs. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns zurückdüsen nach Oberböser. Und hier mal schauen, dass wir einen Zug kaufen. Haben wir ein Depot? Welches ist gleich nochmal unsere Linie? Die blaue, glaube ich. Die haben wir auch noch nicht beschriftet. Ich muss mal schnell gucken. Regio. Das Auge weg. Wo sind wir denn stehen geblieben? Bei der 28. Okay, machen wir den hier. Auge. Linie 1 wäre Regio 28. So, Regio 28 und zwar von Oberböser nach Nidwerder. Jawohl. Zack, haben wir. Jetzt schnell die Linie rausnehmen. Da ist eh gerade Betrieb hier unten. Mit Zügen. Okay, ja. Haben wir denn ein Depot irgendwo in der Nähe? Wir müssen doch hier ein Depot haben. Das gibt's doch nicht. Hier sind doch so viele Züge unterwegs. Gibt's doch nicht, dass wir hier kein Depot haben. Na gut, dann machen wir eins. Wo machen wir das hin? Ich würde sagen hier. Dass das hier steht. Dann können wir hier ins Gleis rein. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und zwar gerne ein altes. Das passt irgendwie gut zu Oberböser, finde ich. Wenn wir hier so ein altes Depot haben. Einmal drehen, bitteschön. Möglichst nah ans Gleis ran. Einfach, weil es gut aussieht. Ja, ein bisschen zurück noch. Zack, dann kommst du hier hin. Dann nehmen wir ein altes Gleis. Das wäre eh das hier. Und guck mal, jetzt komme ich hier wahrscheinlich wieder nicht rein. Ist es denn wahr? Geht das noch? Wir können es trotzdem bauen. Wisst ihr was? Wir machen mal trotzdem bauen. Zack. Okay, dann sind wir hier drin. Ist ein bisschen eine krumme Geschichte, aber okay. Guten Zug. Ja. Was nehmen wir denn da Schönes? Irgendwas, was ein bisschen... Ja, ein bisschen Tempo brauchen wir schon tatsächlich. Das ist klar. Weil wir sind auf fremdem Gleis unterwegs. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich nicht wieder irgendwie zum x-ten Mal die gleiche erwische. Es ist immer ein bisschen... Boah, so ein Intercity. Das ist immer wieder ein bisschen schwierig, weil ich halt schlicht und einfach mir nicht merken kann, was wir schon haben. Es sind primär die Lokomotiven, die mich hier so anspringen. Das ist ganz klar. Also müsste man eigentlich mal wieder eine nehmen, die mich nicht anspringt. Also die haben wir mit Sicherheit noch nicht, aber die Chiquita-Banane haben wir. Da haben wir auch noch ein paar. Schöne Auswahl. Guck mal die hier. Die BR101 DB BKK Ost hier in Gelb. Wisst ihr was, wir machen einen gelben Zug. Das gefällt mir gerade sehr gut. Da brauche ich nur dann Wagen, die gerne auch irgendwie ein bisschen in Richtung Gelb tendieren. Da hätten wir hier die Doppelstock-Kollegen, aber wir haben jetzt gerade einen Doppelstockzug gemacht. Ich möchte eigentlich jetzt nicht nochmal einen Doppelstockzug haben. Nicht zweimal hintereinander. Gelb nach Farben sortieren kann man natürlich nicht. Das geht nicht. Oh, die Orangen. Die würden natürlich auch passen. Haben wir hier noch was Gelbes drin? Nee, nicht wirklich. Ja, ich glaube, gelbe Wagen sind da doch nicht so verbreitet.
Ja, der Metronom, aber ja, ich nehme jetzt nicht Metronomwagen. Hier, das ist doch gelb. Schlierenwagen, das passt doch. 140 km passt auch. Halbgepäckwagen, zweite Klasse. Machen wir hier mal zweite Klasse und noch ein paar Halbgepäckwagen dazu. Dann haben wir 210 Meter. Das finde ich schon mal schön. Das gibt einen Zug, ich würde es dabei belassen. Und der kommt auf die Regio 28. Jawohl, da kommt er schon raus. Wir werden den noch kurz drehen, damit er in den Bahnhof reinfährt. Jetzt schauen wir uns den aber erstmal in Ruhe an, würde ich vorschlagen. Ja, ist doch eine relativ coole Lokomotive, finde ich. Die BR101 ist natürlich sowieso eine coole Lokomotive. Und die Wagen, ich glaube, die haben wir schon. Aber die passen jetzt halt tatsächlich relativ gut, finde ich, hier zu dieser Lokomotive. Ich meine, man muss natürlich nicht unbedingt gucken, dass jetzt die Wagen farblich zur Lokomotive passen. Da bin ich absolut eurer Meinung. Aber es schadet nicht, finde ich. Es sieht doch eigentlich relativ nett aus. So, wenn er raus ist, wie gesagt, drehen wir den, damit er noch in den Bahnhof reinkommt. Er muss aber von der Weiche runter sein, sonst wird das nicht funktionieren. Jetzt müsste es eigentlich soweit klappen. Jawohl, einmal gedreht und einmal eingestiegen. Da haben wir sogar ein H. Wegpunkte haben wir ja drin. Also die haben wir automatisch drin sozusagen, weil wir ja die Linie ein bisschen dazu zwingen mussten, das zu machen, was wir wollen. Haben wir da irgendwie Strommasten in der Schiene drin, habe ich gerade gesehen. Das möchte ich mir auch noch mal kurz ansehen. Und den Führerstand möchte ich sehen. Oh, okay. Ja, der ist klasse. Baureihe 101 Handbuch haben wir dort sogar noch. Wie cool ist das denn? So, einmal runter. Ja, das sieht wirklich sehr stark aus. Wie sieht es mit den Wagen aus? Mal hier schnell gucken gehen. Eigentlich auch vernünftig. Ja, cooler Zug. Also, lasst uns fahren. Allerdings, hier hatten wir doch noch irgendwie eben Oberleitungen. Wir müssen so schnell warten. Irgendwelche Oberleitungen, die hier drin waren. Die Weiche hier ist eigentlich okay. Wo stand denn jetzt diese Oberleitung im Gleis? Die hier. Die ist natürlich Käse. Von woher kommt die? Die kommt, glaube ich, von dem Gleis. Ja, lass nochmal. Das geht nicht anders. Ich kann nicht hier die Oberleitung wegnehmen. Das geht nicht. Dann haben die keinen Strom mehr dort. Das wäre auch nicht so ideal. Dann lassen wir das mal. Aha, wir können fahren. Das müsste man beim Bau im Prinzip sich dann genau jeweils ansehen. Schön. Ja, cooler Zug. Ja, aber irgendwie das Horn hat ein bisschen was von Donald Duck. Eher schräg. Für so eine doch relativ coole Lokomotive eine eher schräge Hupe, finde ich, aber in Ordnung. So, lass uns mal hier aufs Dach gehen. Und das ist natürlich jetzt eine längere Fahrt. Das kann sogar sein, dass wir jetzt die ganze Folge haben, wo wir hier lang fahren, weil das geht, ne, durch viele Bahnhöfe durch geht es nicht, aber es geht natürlich doch, ja, auf Gleis rauf, das teilweise auch besetzt ist, das ist ganz klar. So, einmal rüber hier, genau, dann geht es über die Brücke rüber, das Ding gehört nur uns, zumindest im Moment noch. Da könnte man eigentlich auch den ganzen Zug nochmal kurz sich ansehen, wie der sich hier hochschlängelt. Da hinten nochmal die ganzen Brücken, unter anderem vom Hybrid. Mal ein bisschen Höhe, dann haben wir die Modelleisenbahn. Mhm, das funktioniert immer wieder. Sehr nett. Unten der Straßenverkehr. Ja, jetzt lebt das Ganze. Und hier halt mit Damm. Ich mag halt die Dämme tatsächlich. So, einmal den. Das sagt jetzt wahrscheinlich der ein oder andere. Ach ja, echt jetzt? Ja, ich mag die Dämme. Deswegen haben wir die auch. Doch relativ oft, zumindest dann, wenn wir nicht aufs Tempo achten müssen, weil die bremsen ja, das wissen wir. Oh, schön erschlängelt. Gefällt mir natürlich sehr gut. Wir haben 46 km drauf, das sollte sich ändern, sobald da der letzte Wagen auch auf der Strecke ist. Da kann er eigentlich beschleunigen. Ja, das macht er jetzt auch. Heißt für uns, wir gehen aufs Dach und schauen mal, wo wir lang fahren. Das klingt echt irgendwie, ich weiß auch, das klingt nicht nach Zughupe. Aber ich finde es halt schön, dass es tatsächlich so ist, dass diese Züge alle ein unterschiedliches Horn haben und nicht alle einfach irgendwie Tutup machen. Von daher passt ja auch. Aha, interessant, wo wir hier lang fahren. Ah ja, es geht natürlich hier runter, genau, und dann geht es auf die Brücke rauf. Ah, kann es sein, dass wir hier irgendwie falsch fahren? Ich meine, wir fahren hier links. Lass mich mal kurz aussteigen. Das haben wir doch aber eigentlich kontrolliert, sag mal.
Nee, das ist hier irgendwie... Aha. Okay. Ach, ja, gut. Das natürlich... Das ist speziell. Warum macht er denn sowas? Weil er hier keine Weiche hat. Wie sieht das denn hier aus? Hier ist es ja rechts. Das stimmt ja. Ja gut, dann sind wir hier, sind wir halt... Das ist halt ein anderes Gleis. Wir sind immer noch rechts. Das stimmt schon. Hier ist halt ein anderer Zug unterwegs. Was haben wir hier denn noch? Oh, der 1,2 Kilometer Personenzug. Ja, ja, das stimmt schon. Hier sind wir rechts, hier fahren wir zurück. Das hat schon seine Richtigkeit. Das sieht nur aus, als wären wir links, weil er hier halt dieses Gleis ist. Das ist ja fast schon fies. Gut, aber dann passt ja. Dann können wir hier eigentlich wieder einsteigen. Und die Fahrt weitermachen. Hier nochmal mit dem Geschlängel. Beziehungsweise er schlängelt ja nicht, aber man sieht halt den ganzen Zug. Das meine ich eigentlich. Die Dampflokomotiven kommen. Da hinten ist noch ein Regio. Und dann haben wir hier tatsächlich... Ne, das ist nicht die Autobahn, das ist eine andere Brücke. Eine ganz normale Straßenbrücke. Ich muss schnell niesen, sorry. So, habe ich einmal gesagt, ich muss dreimal niesen. Aber... Ja, dann habt ihr auch mal wenigstens mal... 30 Sekunden Ruhe, könnt die Züge hören. Ich denke, das ist auch nicht so verkehrt. Wir sind aber wieder relativ langsam unterwegs natürlich, klar. Wenn hinten der Zug noch auf der Weiche steht. Ja, da unten ist noch einer, den sehen wir aber leider nicht mehr richtig. Und dafür kommt wieder ein Güterzug entgegen. Auch nett. Ja, diese Überbauung, diese Umfahrung, die wir gebaut haben, die wird ja tatsächlich auch von anderen Zügen genutzt. Und das ist ja auch richtig, wenn wir das schon gebaut haben, das macht ja Sinn. Wir fahren ja so an der Stadt vorbei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da gehen die Gleise Richtung Bahnhof. Und wir düsen eben nicht Richtung Bahnhof, wir düsen an der Stadt vorbei. Das ist sehr gut, dann können wir eben den Bahnhof entlasten. Und wenn andere Züge diese Linie mitnutzen, dann ja, entlastet das den Bahnhof natürlich nochmal. Auch ein schönes Städtchen, sehr schön groß. Aha, und hier haben wir doch tatsächlich dann Verkehr. Oh, das ist der Personenzug, der lange. Genau, weil hier ist es eingleisig tatsächlich. Das ist nicht unsere Linie, die uns da entgegenkommt. Das ist der ewig lange Personenzug und das sieht man ja auch. So schnell hört der nicht auf. Also da kommen noch ein paar Wagen. Während wir hier rechts ausfädeln. Na, in der Mitte drin haben wir da nochmal eine Dampflokomotive. Können wir runter gucken. Da haben wir ein bisschen Stau, das ist allerdings logisch, da ist eine Schranke. Da hat man dann auch mal Stau. Ich weiß, wovon ich rede, wir haben sowas ähnliches in der Stadt. Da stehe ich auch ab und zu. Also das ist, das würde ich nochmal überarbeiten. Tatsächlich mit diesem Horn. Oder macht die BR-101 tatsächlich solche Geräusche? Gibt's ja nicht. So, einmal hier runter. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir da unten ein eigenes Gleis? Nee, er muss warten. Guck mal, weil wir einfädeln. Okay, der Flixtrain ist da noch zugange. Oh, wir beschleunigen aber schon. Sehr nett. Einmal rüber. Und dann geht's, glaube ich. Geht's jetzt gleich wieder rechts weg oder fahren wir jetzt mal ein Momentchen geradeaus? Aha. Nee, wir gehen hier wieder rechts weg. Da hinten sehen wir den Turm von Yokohama. Landmark schlechthin sozusagen. Hier gleich nochmal. Ne, jetzt hat er nicht mehr. Zweimal hintereinander möchte er dann doch nicht hupen. Ja, verstehe ich. Bei dem Klang von der Hupe. Da würde ich auch nicht wollen. So, Güterzüge. Wunderbar. Ja, schön. Wenn hier halt die ganzen Züge entgegenkommen, natürlich eh cool. Da vorne steht wieder jemand. Das könnte sogar die Unilinie sein. So wie das aussieht. Ne, das ist, glaube ich, der Metronom. Ja. Ja, steh du mal. Wir sind ja halt in Yokohama. Das kennen wir, das Problem, dass hier ab und zu die Züge stehen. Meistens, wenn wir dann gucken, wenn wir das korrigieren wollen, dann steht da wieder keiner mehr. Es ist jedes Mal das Gleiche. Da fährt einer, er steht. Ne, das ist auch nicht der Metronom. Man sieht ja, das ist der Holländer. Dieser holländische Zug. Gut, wir düsen hier, ja, ein Städtchen weiträumig vorbei. Und jetzt muss ich überlegen, ja, das geht schon noch ein paar Meter, doch, doch. Wir fahren ja sogar noch an Rom vorbei.
Da haben wir auch nochmal separat eine Brücke gebaut tatsächlich. Das ist also dann wieder ein Bereich, den wir so noch nicht befahren haben. Da haben wir ein Autosave, immer gut, falls das Spiel abkachelt. Was es halt teilweise tut. Interessanterweise jetzt aber beim Speichern in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr. Ich hatte ja den Effekt, teilweise wenn ich das Spiel beendet habe und gespeichert habe, dass das Spiel beim Speichern abgestürzt ist. Das hatte ich jetzt schon länger nicht mehr zum Glück, weil das ist relativ mühsam logischerweise. Weil du hast davor dann halt natürlich die ganzen Sachen umsonst gemacht. Ja, haben wir nochmal ein Knie. Schön, hier kommen wir sogar problemlos ins Gleis rein. Und da können wir wahrscheinlich wieder beschleunigen, nehme ich an. Jetzt müsste es mal ein Momentchen geradeaus gehen. Oder geht es hier annähernd schon wieder irgendwie rechts weg? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, war zu vermuten, weil wir waren ja an der Stadt vorbei tatsächlich. Und die ist vor uns. Und jetzt ist sie links von uns hier, Yokohama. Ja, also Maximaltempo wird der wahrscheinlich selten haben. Also das würde mich tatsächlich eher wundern. Muss ich gestehen. Wie weit ist das noch, wenn man das schätzen müsste? Ich denke, so ungefähr die Hälfte haben wir. Plus minus die Hälfte müssen wir jetzt haben. Da steht doch schon wieder einer hier unten. Da müssen wir uns die Gegend merken. Das ist der Alex, der hier steht. Halt auch wieder vor Yokohama. Yokohama ist schon am kritischsten. Zusammen mit dem Beach Resort, denke ich. Oh, und jetzt haben wir es auch mal rot. Müssen auch kurz Geduld haben. Aber da kommen ja auch gerade zwei Züge daher. Wir werden hier wahrscheinlich rüber aufs andere Gleis müssen. Weil geradeaus könnten wir ja fahren. Das wäre ja kein Problem. Jetzt haben wir grün. Abfahrt. Und wir düsen in welches Gleis rein? In das hier. Ne, doch nicht. Guck mal, nochmal eins rüber. Sehr schön. Da möchte ich eigentlich den ganzen Zug nochmal kurz haben. Wenn der hier so über die Weichen rüberfährt. Da haben wir nochmal. Vielleicht nochmal sogar ein Modell. Modelleisenbahn. Oh, herrlich. So wieder runter, wieder rein. Jetzt nimmt er mal Tempo auf. Hier beim Bahnübergang. Gut, wieder aufs Dach rauf. Ah, hier an der Stahlproduktion vorbei. Jo, die haben wir hier. Da sieht man auch, da ist auch ordentlich Betrieb mit LKWs und Zügen. Und für uns geht es jetzt irgendwie dann, glaube ich, links weg. Und dann kommen wir doch nach unten und das... Also, dann kommen wir nach unten. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Also links müsste jetzt hier die, glaube ich, Warenfabrik sein. Wenn wir jetzt hier durchs Tunnel durch sind. Mal gucken, ob ich Sightseeing-Experte bin. Doch, doch, das ist hier, wo diese Kalk... Nicht Kalkübelwagen. Wagen. Wie heißen denn die Teile? Ist das hier? Doch, da unten ist es ja. Genau, die Stahlwagenumfahrt. Hat der die hinten drauf? Ne, das ist ein anderer Zug. Ja, also das stimmt aber schon mal. Da unten ist tatsächlich die Warenfabrik. Und diese Stahldinger, die bringen sich ja von dem Stahl zur Warenfabrik. Stimmt das soweit? Ich glaube ja. Da sind sie doch. Da, die habe ich genau gemeint. Die, die jetzt hier über die Brücke fahren. Über uns. Sehr cool. So, wir düsen weiter. Und dann geht es eben vorne links. Müssen wir irgendwie gucken. Irgendwie geht es links weg und dann düsen wir rechts weg und dann sind wir vor Rom. Und in Rom selber, wie gesagt, da gehen wir nicht durch den Bahnhof durch. Da haben wir nochmal eine Überbauung gemacht tatsächlich. Und zwar über die Stadt drüber. Stimmt, das ist ja eine Hochbahn, die wir dort gebaut haben. Sehr, sehr nett. Schön die Frames, die wir hier haben, nämlich deren 60. Wunderbar, haben wir nicht überall logischerweise, dort wo tatsächlich viel Verkehr ist, wo halt viel berechnet werden muss. Ja, so 30, 25, teilweise haben wir unter 20 sogar, also im Beach Resort haben wir weniger als 20. Hier ist gerade wunderbar, mit dieser großen Steinbrücke. Ja, da unten ist das, was ich meinte mit rechts weg. Hier könnte es nochmal kurz zu einer Wartezeit kommen, weil das ist schon auch tatsächlich ein Nadelöhr. Einer steht da auch, während er hier fährt. Aber wir müssen hier rechts weg. Wir müssen eigentlich fahren können. Ich glaube, der andere steht, weil wir daher kommen. Ja, das ist definitiv so. Wir wollen in das Gleis rein. Wir haben auch mal gesagt, hier wäre es natürlich vielleicht mal fällig, dass wir dann auf vier Gleise ausbauen. Während hier die Heisi doch, glaube ich, daher kommt. Jawohl.
Der Zug, der fährt Richtung Beach Resort. Das ist auch noch ein Stückchen tatsächlich. Da oben, das ist der lange Güterzug, wenn ich mich nicht täusche. Der ewig lange. So, nochmal Nase putzen. Sag mal, habe ich mich jetzt irgendwie erkältet? Das gibt's doch nicht. Wie kann man sich denn erkälten? Jetzt war doch die ganze Zeit Sommer. Und es ist eigentlich nicht merklich kälter geworden. Also von daher eher merkwürdig. Ja, das ist tatsächlich der lange Güterzug. Das sieht man relativ deutlich. Der verkehrt hier auch noch. Und jetzt geht's für uns rechts weg, genau. Dann geht's über Rom hinweg tatsächlich zum ersten Mal. Ja, hier diese Umfahrung. Die haben wir neu gebaut gestern. Da sehen wir die Brücke, die uns erwartet, und die führt uns da hinten nach Nidwerder. Da hinten haben wir das Städtchen. So, hier müsst ihr eigentlich schnell drüber fahren können, weil das geht ja mehr oder weniger geradeaus. Ja, es hat noch eine Kurve, da kann auch noch nicht viel machen. Da hinten sehen wir das Kolosseum von Rom. Und wir düsen eben über Rom rüber tatsächlich. Hier, oder über die Agglomeration von Rom. Oder die Industrie, die hier unten angesiedelt ist. Ja, den muss ich noch mal kurz bringen mit der Hupe. Finde ich sensationell. Also wie das so hupen kann. So, jetzt nehmen wir tatsächlich Fahrt auf. Sehr schön. Ja, da sehen wir unser Rom. Wir können ja noch mal ganz schnell rausgehen. Dann sehen wir den Zug hier mal noch über Rom hinweg. Allerdings die Kamera ist wieder ultra nervös. Sobald du irgendwie keinen Boden unter den Füßen mehr hast, ist diese Kamera dermaßen komisch schnell. Aber das hatten wir ja schon mal. Hier, man sieht es auch. Wenn wir von der Brücke runter sind, geht's wieder. Ja gut, aber die Brücke dauert noch ein Momentchen. Sieht aber trotzdem natürlich nett aus hier. Mit Rom im Rücken. Wir gehen wieder aufs Dach. Macht er mir wahnsinnig mit der Kamera. So, einmal runter. Ich kann sie dann halt hier auch nicht genau platzieren, leider. Ein bisschen ein Kreuz. Ja, jetzt kommen wir auf den Boden runter. Ja, da hinten ist eh Nidwerder. Also jetzt fahren wir direkt in den Bahnhof rein tatsächlich. Jo, machen wir. Mal gucken. Freie Fahrt. Ich denke, ja. So massiv viel Verkehr sollte hier tatsächlich noch nicht sein. Dass wir hier noch eine Wartezeit hätten. Ne, wir haben grün. Freie Fahrt für freie Züge. Leute haben natürlich keine an Bord. Das könnte sich jetzt aber ändern. Dass hier in Nidwerder die ersten zusteigen, weil sie nach Oberböser wollen. Und zwar mit dem Direktzug. Geht natürlich am schnellsten. Oder sollte zumindest am schnellsten gehen. Ja, kein Problem. Hier kommen wir ohne Probleme in den Bahnhof rein. Sogar mit Tempo. Da haben wir den Metronom. Ja, hier in unser Gleis. Genau, da geht es nochmal einmal rüber. Und dann geht das hier rein. Da stehen auch ein, zwei Leute. Die Frage ist, stehen die für uns oder stehen die für eine andere Linie, die in dem Gleis drin ist? Das weiß ich gerade nicht. Das werden wir gleich rausfinden. Das schauen wir uns natürlich noch an. Daneben stehen immer noch 10.000 Leute. Das haben wir schon mal gehabt. Das ist von der Unilinie. Na, wie sieht's aus? Ja, drei. Drei Leute, die machen einen Ausflug nach Oberböser. Das ist doch auch schön. Gut, gehen wir hier raus. Und jetzt möchte ich aber hier trotzdem nochmal schnell gucken. Die Unilinie, wo hatten wir die denn? Nö, das ist nicht die Unilinie. Hier, die IR 16 Rorschach via Rom nach Nidwerder. Aha, okay. Von Rorschach kommend via Rom nach Nidwerder? Was macht die hier drin? Achso, wir sind ja in Nidwerder, ich räume. Okay, ja, das passt schon. Ist ein Zug mit Kapazität 119. Ja, das kriegt er gewuppt. Wenn er wieder mal ankommt, kriegt er nicht ganz gewuppt, aber fast. Sagen wir den, wisst ihr was, wir klonen den. Ne, nicht Linie verwalten, Fahrzeug verwalten. Zack, einmal einen zweiten Kollegen dazu. Sauber, dann kriegen wir hier auch die Leute weg. Ja gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, die Mitfahrt hat ein bisschen Spaß gemacht. Auch die Strandsachen, die wir gesetzt haben. Jetzt ist unser Beach Resort eigentlich ja, soweit fertig, denke ich. Mit den Jetskis sowieso. Oh je, den Krach, den es da gibt, ja. Die armen Hotelgäste. Gut, ich hätte gern einen Zug. Ihn hier können wir in dem Sinne nicht nehmen. Der ist auf einer Brücke, aber hier kommt was. Nehmen wir den zum Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns natürlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne und tschüss, bye bye.